Das männliche Geschlecht darf sich künftig warm anziehen. Denn Eisprinzessinnen finden wir hier heute keine. Denn seit Beginn des Jahres sind die Eagles die Heimat des Salzburger Landesleistungssportzentrums für Dameneishockey. Bei dem neuen Leistungszentrum für Dameneishockey haben die Mädels einfach die Möglichkeit, dass sie da intensiv trainieren können, dass sie vom Alter der Kindheit, der Jugend ab dann in die A-Klasse kommen können, und das ist eine ganz tolle Geschichte. Bis zu 50 Frauen aus dem gesamten Bundesland Salzburg, Kärnten und Tirol trainieren hier dreimal wöchentlich in der Eisarena im Volksgarten. Trainiert wird hart, aber herzlich. Bodychecks so richtig mit Anlauf gibt es jetzt bei uns nicht, aber so ein bisschen ein Gerangel an der Bande, das kommt schon öfter vor. Das ist sehr nett, dass ihr so gut trifft. Und mit der Sportlandesrätin sind die eiskalten Engel heute gnädig. Sie macht sichtlich eine gute Figur am Eis. Yeah. Oh, man braucht ein bisschen, dass man sich ans Eis gewöhnt, aber dann geht's schon wieder. Beim Bremsen habe ich nur Probleme, aber so beim Laufen, das geht. Es ist ein wahnsinnig schneller Teamsport. Es gehört viel Kraft und Ausdauer für also einen selber, aber einfach im Gefüge gemeinsam. Nur so kann man halt stark werden. Good job, girls! Die Powermädels sind sich jedenfalls einig. Frauen sind die weitaus besseren Eishockeyspielerinnen. Weil wir einfach bessere Teamspieler sind und wir haben genauso viel Ehrgeiz und Motivation wie die Männer und wir wollen auch immer besser werden. Mit so viel Ehrgeiz und Elan ist die sportliche Leistung jedenfalls garantiert.